1,25. Das heißt, wir reaktivieren einfach das Fugenband auf 1,25, schließen das Ganze. Und jetzt ist unser Fugenband an der richtigen Stelle. Heute machen wir mal einen Kreis oder ein Eneck. Ich tendiere immer zum Eneck, da der Kreis zu viele Polygone aus meiner Meinung nach besitzt. Deswegen mache ich ein Eneck 36, nehmen wir mal 40 Ecken und einen Radius mal von 12 Meter. Jetzt seht ihr, wie das Ganze aufgebaut wurde. Ja, jetzt drehe ich das Ganze noch, denn ich möchte diesen Punkt an der Seite um. Dazu drücke ich Links Shift und es rastet mir in 45 Grad Raster ein. Das heißt, jetzt habe ich hier den äußersten Punkt hier und hier habe ich auch den äußersten Punkt. Super. Und das möchte ich jetzt gleich mit der Plattenfundament belegen. Habe das Plattenfundament und stelle hier die Flächensuche ein. Die Inselerkennung kann ich hier ausmachen. Klicke einmal in meinen Kreis rein und man sieht schon in der Animation. Jetzt wurde hier sozusagen, ich sage es jetzt einmal, das ist meine Silo-Bodenplatte. Jetzt mache ich noch eine Wand dazu. Zwar eigentlich auf einem anderen Teilbild, aber was soll's. In diesem Fall mache ich es mal auf demselben Teilbild. Stelle ich mir die Höhe ein. Ich glaube, ich war auf 1 Meter Höhe. Und wie hoch ist denn so ein Ding? Sagen wir 4 Meter. Machen wir einen Kreis. Aber wir können auch n-eckig machen wieder. Teilung 40. Okay, 20. Coole Geschichte, oder? So, das Spiegeln kopiere ich mir jetzt. Um diese Achse. So, jetzt haben wir unser Silo schon fertig fast. Jetzt möchte ich das Ganze vielleicht noch mit einer Abdichtung versehen. Daher Abdichtung. Moment. Wenn man es Max Frank Fugenblech ist, dann Agrar? Gute Frage. Kommt darauf an, ob es eine Jauchegrube wird oder nicht. Ich mache mal standardmäßige, okay. 25 Meter Rolle, Höhe 150, Klemmernummer, Bodenplatte 20, wunderbar. Ja, jetzt brauchen wir Wandstärke, kann man dann noch eingeben. Wir brauchen ja die runde Verlegung. So. 270, das ist okay, 360 passt. Links macht man das. Ja, Überlappung aktiviert. Jetzt gehen wir in den Mittelpunkt. Natürlich dumm, weil wir den Radius nicht eingegeben haben. Also wir gehen da nochmal rein. Radius, 12 Meter haben wir gesagt gehabt. Ah, okay, 6 Meter. Schließen das Ganze. Wandstärke, was haben wir da? Ungefähr 30er Wand. Wir gehen nochmal rein. Und jetzt wollen wir natürlich den Abstand richtig haben. Deswegen einfach diesen Haken aktivieren. Schließen. Und jetzt haben wir das Ganze auch noch mit unserer Abdichtung versehen. Wir gehen noch mit Doppelklick rein. Schauen. Höhenquote auf 1 Meter. Wunderbar. Durch den Objektmanager schalte ich jetzt mal ein bisschen den Beton bewährt. Das ist die Bodenplatte gewesen. Planziegel. Okay. Ich würde es trotzdem mit Beton mal. Jetzt sehen wir, das Ganze ist hier eingebaut. Schauen wir nochmal von der Seitenansicht. Ah, okay. Wir müssen ja das Fugenband nicht hier setzen, sondern hier. Also kleinen Fehler gemacht. Pardon. Dann schauen wir mal hier mit Messen Koordinaten. Wir müssen auf 1,25 Meter. Das heißt, wir reaktivieren einfach das Fugenband auf 1,25. Schließen das Ganze. Und jetzt ist unser Fugenband an der richtigen Stelle. Ja, natürlich können wir das Ganze jetzt auch auswerten mit Report, Einbauteil Mengenliste, Doppelrechtsklick. Und schon
Und jetzt haben wir 37,66 Meter. Das können wir ein bisschen prüfen. 37,66 Meter. Wir malen uns einen Kreis. Auf Radius 6 Meter minus 0,15. Wir nehmen den Kreis und sagen, was hast du für einen Bogen? 36,75 Meter. Sind aber nicht ganz, ne? Der müsste kleiner sein. Ja, gut. Also nochmal 36,75 Meter. Eigentlich müsste es weniger sein. Heieieiei. Natürlich nicht. Warum nicht? Weil der Absetzpunkt der entscheidende ist. Man sieht über einen Meter Überlappung beim 25 Meter Fugenwand. 37,66. 37,66. Hier ist 36,75. Also man sieht, die Überlappung darf man nicht unterschätzen und das ist im Fugenband gleich mit enthalten. Jetzt fragen sich vielleicht noch einige, ja, kannst du dafür nicht eine Legende machen? Doch, kann ich. Hier haben wir die 37,66 und wenn wir das Ganze jetzt vielleicht nach außen noch verlagern, dann sagen, okay, wir haben vielleicht bloß eine 25er Wand. Schauen wir mal, was das ausmachen würde. Ah, okay, ein bisschen was. Ja, das war's. So könnt ihr eure runden Silos abdichten. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.